Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Autoriders. Wir sind. Ja, wo sind wir eigentlich? Wie heißt der ganze Schuppen hier? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir haben zumindest den Skype-König erledigt. Gehen jetzt mal hin, verpassen ihm den letzten Kopfschuss. Aber bevor wir das tun, Entschuldigung, müssen wir nochmal ganz kurz gucken, ob es hier doch noch eine Truhe gibt. Hier oben drin waren wir gerade. Hier sieht es nicht danach aus. Hier oben, sehr gut. Wollte schon sagen, es gab ja in dem Gebiet davor, also da hinten, gab es noch keine Truhe, also muss ja noch irgendwo eine kommen. Dann verpassen wir ihm mal den letzten Kopfschuss und dann müssten wir eigentlich alle Nebenmissionen erledigt haben. Also zumindest haben wir die Jägermission und wir haben die, wie heißt das andere? Ja, diese Tiermission halt. Trophäenmission. Ja, irgendwie heißt es anders. Ich wusste es mal. Naja, auf jeden Fall haben wir die beide. Und wir haben die andere Nebenmission noch. Und zwar die, dass wir diese komische Sprengstoffleitung repariert haben und er seinen letzten Wunsch erfüllt bekommen hat. Also haben wir drei Nebenmissionen und eigentlich sind es immer so drei. Den Ausgang zur Sohle nehmen. Bin mir nicht sicher, ob hier oben jetzt noch irgendwo ein Schnellreisepunkt gewesen wäre, aber ich habe keinen gesehen. Aber so ein weiter Weg war es eigentlich nicht. Ach so, das Kopfgeld kriegen wir wieder von dem Söldnertypen. Das war ja cool. Nochmal. So, genau, die Mission haben wir erledigt. Munition können wir uns nochmal auffüllen. Wir gucken mal ganz kurz in die Quests rein. Expedition, das Lithium vorbeibringen, das passt. Und wir haben ansonsten das Erbe, möchten wir dann noch weitermachen. Ein schlechter Tag ist in Rift Town noch, das müssen wir auch unbedingt noch machen. Den Skalpkönig haben wir. Wir haben doch auch die Bestie gejagt. Nicht gerade doof? Nee, das haben wir doch gemacht. Das war diese komische Vieh dort. Ah, die müssen wir doch auch noch abgeben. Expedition ist das Lithium. Schlechter Tag ist was anderes. Erbe ist auch was anderes. Das auch. Suche nach Gegenständen. Komisch. Hätte eigentlich gedacht, dass wir die noch abgeben müssen. Muss ich mir in den letzten zwei Folgen nochmal angucken, was da passiert ist. Ob es da direkt eine Belohnung gab oder... dachte eigentlich, dass wir die Trophäen dann immer zu dem Typen bringen. Naja. Kriegen wir schon noch raus. Wir machen jetzt erstmal zurück ins Camp. Danke. Ich glaube nicht, dass... Hast echt Glück gehabt, alter Mann. Warum kommt sie nicht mit? Wenn wir durchkommen, muss jemand auf den Koffer und mich aufpassen, wenn du nicht da bist. Hör zu, Alter. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Bitte, wir brauchen dich. Oh Mann, echt jetzt? Sie legt uns rein. Die will sich doch bloß bei uns einschleichen. Sie spioniert für Corrigan. Hast du das aus deiner Glaskugel? Gib's doch zu, Psychopathin. Du weißt, das stimmt. So viel kannst du mir gar nicht abgeben von eurer Beute, Freak. Wir verfolgen ein Signal von der anderen Seite der Anomalie. Wenn wir es finden, verbinden wir uns wieder mit der Floris und holen uns die Nachschubkapseln. Halt Dr. Zahidi am Leben und halt dein blödes Maul. Dann kriegst du schon deinen Anteil. Deal. Scheiße, ich glaub's ja nicht. Ja, ich weiß schon, sie nervt. Aber wenn du sie nochmal anrührst, auch nur einmal, dann überfahre ich dich mit dem verdammten Truck. Das war doch mal eine Ansage, oder? Fand ich relativ cool.
So, wir können mit ihm quatschen. Ich finde das trotzdem komisch mit der Dings-Mission. Letzter Halt vorm Wald. Ja? Gut, dass er verlassen ist. Mit unserer, nicht Kopfgeldjagd, sondern hier die Trophäen-Geschichte. Wir fahren jetzt erstmal zurück nach Trenchtown. Und dann können wir mit dem Typen in der Bar ja erstmal quatschen. Wir müssen ja eh in die Bar, um dieses Kopfgeld abzugeben. Um uns das Kopfgeld zu holen. Und dann können wir gleich nochmal zu dem Trophäensammler. Die nicht doch noch bei dem abgeben können. Dann muss ich wirklich nochmal nachgucken. Wenn ich hier lang genug rumsitze. Wir hatten ja auf jeden Fall die Mission gemacht. Dann jetzt die Kopfgeld und davor noch das mit dem Sprengstoff. Wir geben jetzt erstmal hier unser Dings ab. Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu bereden. Er guckt immer so creepy. Ziel neutralisiert. So, wir können uns wieder was raussuchen. Pumpgun finde ich doof. Doppelläufige Waffe haben wir ja gerade schon. Ne, nicht damit vergleichen. Ist irgendwie genau dieselbe. Andere Fähigkeiten drauf, aber nochmal eine Nummer stärker und mehr kritischer Schaden. Ist gar nicht so verkehrt. Du hältst einen passiven Bonus auf Waffenstärke in Höhe von 30% deiner Anomaliekraft. Das klingt geil. Das Nachladen einer Waffe verursacht einen Verlangsamteffekt. Das ist das, was wir jetzt hatten, der Vortex-Hammer. Und heißes Blut, der erste Skill drauf, ist auch ziemlich cool. Wir nehmen mal die. Immer ein Vergnügen. Das freut mich. Und jetzt quatschen wir nochmal hier mit ihm. Ich vergesse mal seinen Namen. Es tut mir leid. Wie heißt er denn? Noah. Überspring das mal, weil es ist irgendwie immer das Gleiche. Nö, wir können nichts abgeben. Komisch. Naja, ich blende mich mal wieder ein. Nicht, dass wir das hier noch vergessen. Und dann gucken wir erstmal ins Inventar. Wir haben hier Brandbombe drauf, nutzen wir nicht. Ist eigentlich ziemlich dumm. Hier haben wir verzerrendes Feuer drauf. Hauen wir direkt mit drauf. Dann haben wir hier zwar bessere Dinger, aber alles Blaue habe ich keine Lust drauf. Wir haben hier Lavageschosse aktuell drauf. Erhöhe den Schaden der Fähigkeit um den Wert eines Lebensentzugs. Nehmen wir erstmal Phaserstrahl. Stimmt, den wollten wir mal ausprobieren. Das können wir jetzt gleich mal tun. Das ist die Asche-Detonation. Das ist einfach die Bombe um uns herum, dass alle in Asche sind. Und der Phaserstrahl trifft ja nur einen Gegner. Oh ne, der trifft vieles drumherum. Feuere einen Energiestrahl ab, der 608 Schaden mit einem Bonus von 150% der Statuskraft verursacht, indem er bei von dem Strahl getroffenen Gegnern und Gegnern in einem kleinen Radius um dich herum einen Verbrennung- und Unterbrechen-Effekt verursacht. Klingt halt eigentlich geil. Und wir nehmen die Hitzewelle mal raus. Weil verzerrendes Feuer brauchen wir unbedingt zum Healen. Lavageschosse finde ich mega. Deswegen nehmen wir das mal. Müssen wir mal gucken, was war's denn? Das war's, ne? Genau. Und das ist im Prinzip ja erstmal alles schlechter. So. Wir zerlegen jetzt nochmal alles. Obwohl, nee, wir zerlegen nicht, wir verkaufen diesmal. Was wir aber zerlegen können, sind lila Sachen. Denn lilane Sachen geben meistens Titan. Und das brauchen wir ja später noch, um Stufenaufstieg auf unsere Items anwenden zu können. Da ist Bailey, wir brauchen aber jemanden, wo wir handeln können. Wo ist denn hier ein Händler? Können wir mit der handeln? Bin mir nicht ganz sicher. Was zur Hölle willst du? Ja, können wir. Guck doch nicht so traurig. Dein Team ist ja ein echtes Pulverfass. Nun, es soll ja interessant bleiben. Ich mach dir einen Vorschlag. Der könnte euch allen das Leben retten. Ich bastle mir meine Ausrüstung nämlich gerne selber zurecht. Und ich werde viel Freizeit haben, während du da draußen so tust, als würdest du die Welt retten.
Alles, was ich repariere, verkaufe ich für einen fairen Preis. Ich soll dich dafür bezahlen, mit Waffen rumzuspielen? Hey, das ist fachmännische Arbeit. Die kostet was. Niemand zwingt dich, was zu kaufen. Aber ich will das Beste aus diesem Selbstmordkommando rausholen. Okay, dann machen wir das so. Ich wollte verkaufen. Und zwar hauen wir jetzt erstmal hier direkt alles rein, was geht. Außer natürlich oben die lila Waffe. Dass wir mal ein bisschen mehr Schrott kriegen, weil wir haben so wenig Schrott. Wir haben halt alles zerlegt, was bisher kam. Wird mal Zeit, dass wir ein bisschen Schrott aufrüsten, denn wir können ja bei ihr jetzt auch was kaufen. Mal gucken, was es gab. 9.900. Was will die haben für hier was? 15.000. 9.000. Naja, sowas in der Richtung. Jetzt haben wir hier eine schöne Hose. 821. Mit Überhitzung drauf. Das bringt uns nicht. Du überlebst einen Verbündeten mit vollem Leben wieder. Ist cooler. Wir spielen Solo. Eruption. Jedes Mal, wenn dein Leben unter 30% fällt, werden alle Gegner im Umkreis mit Frost betroffen. Klingt cool, wir kaufen aber erstmal nichts. Wir müssen jetzt nochmal zurück, weil wir machen jetzt noch auf jeden Fall die Nebenquests. Wo hatten wir denn hier? Ach hier. Wir fahren einmal mit Jakob. Aber wir fahren ganz, ganz zurück nach Rifttown. Ach wartet mal, jetzt war ein Häkchen dran, ne? Vielleicht doch was übersehen. Wir gucken gleich nochmal. Das muss man erstmal alles rauskriegen. Und zwar, Jakob sitzt hier hinten, ne? Genau. Warum hast du... Na, das wollte ich doch nicht. Können wir uns später mal alles durchlesen? So, Rifttown. Revanche, da haben wir's. Nee, ist doch kein Häkchen dran. Gesucht, das, bla bla bla. Verfügbare Mission, aber eine ist halt ausgegraut. Gemacht haben wir die natürlich trotzdem alle schon. Zumindest viele davon. Zwei sind ausgegraut. Eine ist ausgegraut. Verfügbare Mission. Die sind auch grau, aber die haben wir auf jeden Fall beide gemacht. Feuer mit Feuer. Also, warum die manchmal gold sind und grau, keine Ahnung. Ich muss mich nochmal ein bisschen mehr belesen dazu. Wir gucken nochmal in unsere Missionskarte rein. Und zwar hatten wir das hier. Und da ging es, glaube ich, irgendwo hier hinten links durch, ne? Genau, hier waren wir ja schon. Wir waren lange nicht hier. Ich dachte eigentlich zum Start des Spiels. Ich habe was im Bluthundrevier zu erledigen. Was kannst du mir über ihren Anführer, Barker, sagen? Er kämpft unfair, nutzt die Unschuldigen aus. Seine Leute sind loyal, weil sie Angst vor ihm haben. Und diesem Typen überträgst du die Verantwortung? Er ist zu gut verschanzt unten am Restboden. Ich führe schon einen Krieg. Noch einen kann ich mir nicht leisten. Anscheinend sind die Bluthunde für dich nicht mehr von Nutzen. Gut, dass ich da bin. Die Zeit ist vorbei. Also wenn ihr mich fragt, haben wir die Quest schon gemacht. Ich habe sie mit meinem Multiplayer-Charakter auf jeden Fall gespielt, aber ich weiß, dass ich die davor auch schon mal gemacht hatte. Was komisch, dass wir also entweder habe ich sie aus Versehen nochmal angenommen. Aber die Quest haben wir definitiv gemacht und ich muss sie jetzt ehrlich gesagt nicht ein zweites Mal spielen. Einerseits zieht das Let's Play hier nur in die Länge. Ich zeige euch was doppelt. Und am Ende sterben wir noch, weil die Quest war zumindest am Anfang nicht so extremst easy. Und gerade jetzt auf Weltstufe 8 ist das bestimmt auch nochmal was anderes. Nee, Entschuldigung, dann hören wir jetzt erstmal auf. Ich gucke mir die ersten Folgen nochmal an, aber ich bin mir relativ sicher, wir haben die gemacht. Keine Ahnung, ob man die auch irgendwo wieder abwählen kann. Dann gucken wir jetzt noch Erbe des Outriders. Da mussten wir nochmal zum Steinbruch. Die haben wir definitiv noch nicht abgeschlossen. Und dann machen wir mit der Story weiter. So, wir müssen die mal noch kurz auf aktiv setzen und wir müssen die Waffe hier noch ausrüsten. Was sagt ein Dings? Einmal hier hoch.
Dann haben wir die noch abgeschlossen, dann machen wir mit der Story weiter und dann werden wir einfach in Zukunft wirklich penibel drauf achten, dass wir in jeder neuen Gegend alle Missionen erledigen. Weil irgendwie blicke ich ehrlich gesagt nicht so richtig durch, was wir jetzt schon gemacht haben und was nicht. Aber wir haben eine ganze Menge Dinger gefunden. Tagebuchschnipsel. So. Ich suche den Steinbruch nach der Luke zum Outrider-Bunker. Nicht runterfallen, bitte. Ah, cool, jetzt können wir hier aufs Camp gucken. Ganz schön tristes Wetter heute. Und ziemlich windig hier oben. Möchte ich jetzt erstmal nicht runterspringen. Was ist das für eine helle Lampe, bitte? Räume den Bereich frei, natürlich. 80 Schuss haben wir in dem Ding drin. Das ist ja geil. Hatte ich gar nicht so drauf geachtet gerade. Und wir probieren dann auch gleich mal den Phaserstrahl aus. Aber Edi sieht nach einer Menge Spaß aus. Aber hier rennt schon wieder 1 Million Scharfschützen rum. Gott, der braucht ja ewig. Hat auch nicht getroffen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Probieren dann natürlich nochmal, aber aktuell sah es gerade erstmal nach richtigem Müll aus. Gerade auch, dass es so lange braucht. Schon wieder irgendein Skill drauf, dass die Schüsse auch die Gegner in der Nähe treffen. Das ist richtig geil. Wir probieren es nochmal. Oh Gott, wir sterben fast dabei. Der so lange braucht. Nee, ich glaube, das wird nicht mein Skill. Ah, die Waffe gefällt mir an sich. Auch halt immer ein bisschen, aber ich sag mal, den Rückstoß kann man relativ gut unter Kontrolle halten. Klar, jetzt nicht ganz so krass wie bei einem Sturmgewehr, aber dafür haben wir halt auch 80 Schuss und wenn da und zu mal ein Körpertreffer mit dabei, obwohl jetzt trifft sie gar nicht mehr gerade. Immer mal kurz Stopp machen und dann wieder feuern. Ja, so viel Kopftreffer kriegen wir dadurch halt leider nicht hin. So, wir probieren nochmal den Phaserstrahl. Super. Hat nicht getroffen, weil irgendwas im Weg war. Ah, ich glaube, das ist absolut nicht meine Fähigkeit. Wir haben schon wieder die Hälfte von der 18 geschafft, ne? Es ging jetzt gut voran. Und naja, ein Viertel, noch nicht mal ganz ein Viertel von Weltstufe. Komm, stirb doch. Hier oben ist irgendwo einer. Nee, dort oben ist einer. Müssen mal das Scharfschützengewehr fix nachladen. Jetzt kommt er natürlich runter. So. Na. Aber das wird langsam auch ein bisschen zu schwach. Finde ich. Irgendwie, weiß nicht, es ballert nicht mehr so ordentlich rein. Gegner sind natürlich jetzt schwerer, wir haben eine höhere Weltstufe. Gerade auch hier die ganzen Rebellen sind halt meistens noch gepanzert oder was auch immer, aber so mittlerweile kommt es irgendwie nicht mehr hinterher. Macht nicht mehr groß Sinn, die auszurüsten, außer wir müssen jetzt wirklich Gegner in sehr weiter Ferne ausschalten. Am besten noch Scharfschützen. Dann natürlich schon, aber
Ansonsten war es irgendwie nur ein kurzer Spaß mit der Waffe. Mal schauen, vielleicht leveln wir die hoch, obwohl die war, glaube ich, auch... Die war nur blau, oder? Nee, die ist lila. Aber so langsam nicht mehr ausreichend für das, was wir hier zu tun haben. So, na, dann gucken wir mal, ob wir den Outrider-Bunker finden. Sehen werden wir das in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Oh, sieht ziemlich krass aus. Morgen 17 Uhr können wir uns das weiter angucken. Bis dahin, macht's gut.